So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und jetzt haben wir erstmal 2 Jahre gewartet, bis der Fahrlauf auch eingetroffen ist. Und ihr wisst alle, Palkia ist am Start und das ist mein erster Palkia-Raid. Ich habe heute noch gar keinen gemacht, was eigentlich gelogen ist. Weil ich habe schon einen gemacht, aber nicht mit meinem Account, deswegen habe ich immer noch einen Schatten. Na gut, das ist auch wieder zweideutig. Aber wenn ihr fertig seid, ja, seid ihr fertig? Sehr schön. Dann gehen wir einfach mal da rein. So, klopfe ich mal hier an die Tür. Ne, ich klopfe nicht, geht auch so, wunderbar. So, was nehmen wir am besten? Natürlich Drachen-Pokémon wie Palkia selber, was gar nicht geht, weil ich habe ja noch keins. Oder einfach mal Dragoran, Butalanda, Rayquaza natürlich. Jetzt schlägt es mir aber alles andere vor. Nehmen wir mal Rayquaza hier rein und holen uns noch ein paar Dragoran dazu. Dragoran, das ist wunderbar. 1, 2, 3, das dicke nehmen wir auch noch mit rein. Und als letztes noch ein Butalanda. So, oh, ein 98er, das ist noch gar nicht hochgezogen. Ich habe ja noch einen 100er Kindwurm gebrütet bei dem einen Community Day. Ich weiß gar nicht mehr welcher, aber da warte ich natürlich jetzt auf den Kindwurm Community Day, um das zu entwickeln und hochzuziehen, dass das auch wieder diese Spezialattacke hat. Und dann bin ich mal gespannt. Der typisch Andy will immer zu, dass ich einen Duo-Raid mache mit seinem und meinem Account, aber der ist ja wohl total abgehoben. Das geht ja mal gar nicht. Wenn, dann muss das Wetter auch passen. Jetzt sind wir gerade 8 Leute. Das dürfte locker flockig gehen, weil typisch Andys Account ist auch dabei. Wenn wir es jetzt schaffen, dann schaffen wir es ja auch zu zweit, ne? Nee, Spaß. So, ich werde euch dann da oben mal abstellen, solange wie der Raid läuft. Ja, das hat ja alles geklappt. So, 10 nach eingetragen, so halb da, das ist fast identisch. Halt, es ist halt sehr effektiv, auch gegen dich, wenn du Drachen nimmst, so wie du. Effektiv bist gegen es, auf jeden Fall. Schaden bei ihm. Boah, C ist eigentlich gut. Wenn er nicht so ein Mega hat, ist das wahrscheinlich schön. Ich hab da so ein Hacker, dass ich gefragt habe, bei dem Leitner-Haus, bei dem Spiel. Ich hab zwar gesagt, es sitzt bis weit hinten, aber wenn du so ganz geschmeidig wirst, weil es trotzdem eigentlich wenn man gleich eine schafft es eigentlich relativ über ein bisschen übel, das war nicht hier viel, viel schlimmer. Boah, das ist mal es ist wenigstens nicht hin und her, das hat wenigstens in der Mitte gesessen und hat oft angekühlt. Groudon, das war ja. Das hat sich selbst in den Ball reingeworfen. So bei Kyogre oder Cresselia genauso, die Dinger, die immer hin und her gehen, das ist so nervig. Wir hatten nur noch Scheiß auf den Kumpfang mehr. Dienstfahrt! Das sind die Polizisten mit dem Sushi im Bus. So, da ist es tot und ihr habt gesehen, das erste Team, das ist ziemlich schnell gestorben. Und man musste natürlich nochmal rein. Jetzt sind wir auf die Werte gespannt. 2280 müsste ein 100er sein, ob da jemand was Gutes dabei hat. Und es ist... Oh, ist das hässlich?
22:16. Hat jemand was Höheres? Hier sage ich 22:50. Bietet jemand mehr? Nur kurz fragen. Was ist denn dein Höchstes? 49, okay. Soll ich es dann fangen in Ruhe? Ich sehe, wie da die Eier durch die Gegend fliegen. Okay, ja, wir fangen erstmal das. Und dann. Ach, Digga, bleib bloß stehen, nicht runterfallen jetzt. Und kurz bevor er auf den Boden aufkommt, dann. Ja, also gut. Ciao. So, da ist es drin. Wir drücken trotzdem mal. Achso, der Pokédex-Eintrag natürlich noch. Muss ja festgehalten werden. Da fehlt zwar immer noch der Rollator, den es vor sich her schiebt, so gebuckelt, wie es da rumsteht. Drücken mal kurz die Sätze durch. Wirklich stark. Zweiter Satz. KP. Werde wirklich hoch. Ja, das war wohl nichts. Drachenrude, Drago Meteor. Und das ließ sich jetzt ziemlich schwer fangen, muss ich sagen. Heute früh war das ganz anders. Da habe ich einfach die Bälle drauf, einfach fabelhaft, wunderbar, nach dem ersten, zweiten drin. Aber gut, das Handy hat jetzt so extrem geruckelt. Manche sind da einfach irgendwo rumgeeiert. Das hat ein bisschen gedauert, hat auch nur noch 3 Bälle übrig, ist jetzt trotzdem drin. Aber mal schauen. Wir geben natürlich nicht auf. Ein Monat ist Zeit und ich habe mir wirklich vorgenommen, jeden Tag nur einen Raid zu machen. Nicht so wie Groudon und Kyogre, wo ich ja 200 Raids am Tag gemacht habe, weil es sie in Shiny gab, weil das wird ja auch irgendwann als Shiny nochmal kommen und da muss man es ja nicht übertreiben am Anfang. Habt ihr heute auch euren ersten Palkia Raid gehabt, dann schreibt es mal in die Kommentare und ja, dann viel Spaß weiter beim Raiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.